Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, verehrte Gäste, Vertreter der Presse, ich darf Sie als Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalens sehr herzlich heute Abend zu unserer 6. von 8 Regionalkonferenzen auf unserer Reise durch Nordrhein-Westfalen sehr herzlich hier begrüßen. Wenn man zu einer solchen Veranstaltung nach Aachen kommt, dann denkt man sich, das ist mit Sicherheit die interessanteste Casting-Veranstaltung seit der Krönung von Karl dem Großen. Also, ich freue mich, dass Sie alle da sind. Wir haben viele, viele Gäste aus dem Bundestag, aus dem Landtag, Bürgermeister, Vertreter aus den Kommunen. Ich möchte stellvertretend zwei begrüßen, nämlich sehr herzlich den Bezirksvorsitzenden des Bezirkes, in dem wir heute zu Gast sind, des CDU-Bezirkes Aachen. Herzlich willkommen, Leo Dautzenberg. Und stellvertretend für alle kommunalen Vertreter, Helmut Etschenberg, den Präsident der Städteregion Aachen. Herzlich willkommen. Und selbstverständlich, Ehre wem Ehre gebührt, den Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt. Herzlich willkommen, Marcel Philipp. Meine Damen und Herren, ausnahmsweise sind Sie aber nicht wegen dieser Herrschaften heute Abend gekommen, obwohl sich das immer lohnen würde, sondern wegen den beiden, die sich in der Nachfolge von Jürgen Rüttgers um den Vorsitz der CDU in Nordrhein-Westfalen bewerben. Sie sind heute Abend hier, um mit Ihnen zu sprechen, zu diskutieren, um Ihre eigenen Ideen vorzustellen. Grüßen Sie mit mir sehr herzlich heute Abend Dr. Norbert Röttgen und Armin Laschet bei uns. Meine Damen und Herren, kurz zum Hintergrund und zum Ablauf für heute Abend. Zunächst herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind. Sie haben es gemerkt, wir sind nicht in dem Saal, in dem wir Sie eingeladen haben. Der war nämlich zu klein. Und deswegen freue ich mich, dass fast 800 Gäste heute Abend hier sind. Das ist ein gutes Zeichen. Und wir haben, der Landesvorstand der CDU, vor einigen Wochen ein Verfahren beschlossen, wie wir die Nachfolge von Jürgen Rüttgers, den ich für heute Abend aus Termingründen entschuldigen muss und vertreten darf, regeln wollen. Sie wissen, er hat nach der Landtagswahl für sich erklärt, nicht wieder zur Wahl zur Verfügung zu stehen. Und uns allen ist, glaube ich, klar geworden nach dieser Wahl, das ist jetzt auch ein Einschnitt. Nach 12 Jahren ein neuer Kopf an der Spitze dieser Partei. Und der große Andrang bei den Regionalkonferenzen der letzten Tage und Wochen zeigt uns, es ist eine gute Idee gewesen zu sagen, diese Entscheidung legen wir in die Hände unserer Mitglieder. Und deswegen und es ist in der Tat, obwohl es nach unserer Satzung eigentlich eine Mitgliederbefragung sein kann nur und die eigentliche Wahl durch einen Parteitag, der am 6.11. stattfinden wird, die Wahl dann dort erfolgt, es ist eine tatsächliche Entscheidung, denn beide Bewerber haben erklärt, dass egal wie die Wahlbeteiligung aussieht, egal wie knapp das Ergebnis sein wird, sie sich an dieses Votum der Mitglieder halten werden. Zu gut Deutsch, sie geben nicht nur eine Empfehlung, die Mitglieder der CDU entscheiden über ihren neuen Vorsitzenden. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie in den nächsten Wochen bei einem Verfahren mitmachen, dass diesen neuen Kopf an der Spitze der CDU Nordrhein-Westfalens mit einem möglichst breiten Votum der Mitglieder ausstatten sollen. Sie werden ab dem 4. Oktober Briefwahlunterlagen bekommen, da haben Sie Zeit bis zum 30. Oktober. Und am 31. Oktober werden wir dann mit einem Tag der CDU nicht nur die Gelegenheit zur persönlichen Abgabe der Stimme im Wahllokal geben, sondern da sollen im ganzen Land rund um diese Wahllokale viele, viele Veranstaltungen, Aktivitäten kultureller Art mit den Familien an diesem Sonntag, um zu zeigen, diese CDU in Nordrhein-Westfalen ist eine offene, ist eine diskutierende Partei, die sich den Bürgerinnen und Bürgern zum Gespräch stellt und die ihren Mitgliedern diese wichtige Entscheidung überlässt. Und damit wir alle
in diesen nächsten Wochen eine gute Entscheidungsgrundlage haben, haben wir diese Regionalkonferenzen organisiert, um Ihnen ganz persönlich die Möglichkeit zu geben, die Kandidaten kennenzulernen. Jetzt kann man den einen haben Sie schon mal ein bisschen näher kennengelernt, aber auch der andere ist Ihnen aus Presse, Funk und Fernsehen geläufig. Aber es ist was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt und persönlich Fragen stellen kann und sagt, wie stehen Sie zu dieser oder jener Frage? Wir haben ein einfaches Verfahren vereinbart und führen das in allen diesen Regionalkonferenzen identisch durch. So, die beiden haben gleich jeder rund 15 Minuten Zeit, um sich und ihr Programm, ihre Ideen vorzustellen. Und dann sind Sie dran. Wir haben 4 Mikrofone. Ich werde alle, die sich dort nach und nach einfinden, aufrufen. Und dann werden wir hinreichend und genügend Zeit haben, zu erfragen, was die Mitglieder interessiert. Die spannende Frage, wer fängt an, haben wir ein einziges Mal gelöst, nämlich durch eine Auslosung. Und seitdem geht es fröhlich immer abwechselnd vor sich. Und für den heutigen Abend hat Norbert Röttgen das erste Wort und ich darf ihm jetzt das Wort erteilen. Herzlich willkommen nochmal.